Zu Wort gemeldet ist die Nationalrätin Tanja Graf. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Vorweg ein Danke an die SPÖ für dieses tolle Thema, denn Arbeit und Arbeitsplätze ist mir persönlich als Unternehmerin sowie auch der ÖVP liegt uns sehr am Herzen. Arbeit ist ein zentrales Thema im Leben jedes Menschen. Schon die Bildung und die Ausbildung, das Erlernen von Kompetenzen und Fertigkeiten bereiten uns auf das spätere Berufsleben vor. Interessen und Stärken zeigen sich schon in der Kindheit und werden später im Idealfall im Beruf verwirklicht. Beruf kann also Berufung sein. Auf jeden Fall ist es eine lebenslange Weiterentwicklung, denn eine Beschäftigung bestätigt uns täglich und motiviert uns. Es ist uns daher ein großes Anliegen, dass eine persönliche Entwicklung im Beruf uns allen offen steht. Und es ist unser Ziel, möglichst viele Menschen Arbeit zu geben, indem wir die Rahmenbedingungen im Arbeitsrecht und im Arbeitnehmerschutz an die heutigen Herausforderungen anpassen. Denn der Arbeitsmarkt wie auch die Arbeitsmarktpolitik unterliegen einem starken Wandel. Alle Trends, Globalisierung, Automatisierung, Digitalisierung und verschiedenes mehr, haben Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auf unsere Arbeitsplätze. Und wir müssen uns um diese Veränderung bemühen. Unser Ziel ist es, die Arbeitsmarktpolitik neu auszurichten, damit wir wieder zu jenen Ländern Europas gehören, die mit der geringsten Arbeitslosigkeit punkten können. In Österreichs Unternehmen sind knapp 3 Millionen beschäftigt. Aber mit Ende 2017 waren leider auch über 378.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Zahlen sind zwar besser als im vergangenen Jahr, aber jeder Arbeitslose, und zwar egal, ob er am Beginn seiner Berufskarriere oder an ihrem Ende steht, ist einer zu viel. Unsere Regierung sorgt mit einem umfangreichen und umsichtigen Arbeitsprogramm für zahlreiche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Es geht schließlich um Verantwortung für das eigene Leben, um Verantwortung für die Familie und um die Verantwortung für die Gesellschaft. Unsere Unternehmer und Unternehmerinnen nehmen diese Verantwortung schon sehr lange ernst und schaffen laufend Arbeitsplätze und leisten somit ihren Beitrag durch Sozialabgaben und Lohnsteuern. Das Gleiche gilt für die Arbeitnehmer, die Tag für Tag aufstehen, mit Freude einer Tätigkeit nachgehen und aus eigener Kraft etwas schaffen und ihre Steuern zahlen. Und genau diese Arbeitnehmer möchten wir steuerlich entlasten. Das heißt, es ist mehr als gerecht, alles dafür zu tun, Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, die Treffsicherheit von Sozialleistungen sicherzustellen und Missbrauch zu verhindern. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, nämlich der Leistungsgerechtigkeit. Leistung muss sich wieder lohnen. Die Versäumnisse gehören eindeutig aufgezeigt und notwendige Änderungen angepasst. Dazu gehört auch die Aktion 20.000. Nach eingehender Überprüfung wurde nämlich festgestellt, dass diese Aktion keine nachhaltigen Arbeitsplätze schafft, denn diese Aktion ist wirklich künstlich geschaffen, um Dienstverhältnisse im öffentlichen Bereich zu installieren. Und es stimmt, wir haben den damals zugestimmt, für alle Unternehmen. Es war Minister Stöger damals, der das auf den öffentlichen Bereich beschränkt hat. Und wir sind der Meinung, es wäre viel besser, darüber nachzudenken, die Wiedereingliederungshilfe auszubauen und einige Maßnahmen beim AMS zu reformieren. Es ist nämlich höchstens an der Zeit, dass wir die AMS-Kurse der betrieblichen Erfordernisse anpassen. Denn die neue Arbeitswelt erfordert die aktive Mitgestaltung einerseits durch uns Praktiker und andererseits durch uns Politiker auch, wie etwa die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, eine langjährige Forderung von Unternehmern und Mitarbeitern. Denn eines ist klar, Arbeitsmarktpolitik darf eines nicht tun, Menschen von Arbeitsmarkt und von der Arbeit fernhalten oder Betrieben das Leben schwer machen. Und deshalb brauchen wir praxisorientierte Vorschläge und Menschen, die wir in Beschäftigung bringen können. Danke. Applaus
Das war Tanja Graf, neue Abgeordnete der ÖVP aus Salzburg.